Wir wurden gefragt, bin ich so gut wie ein Bundesligist oder vielleicht sogar besser und könnte ich Bundesliga spielen? Von einem Spieler, der aktuell in der zweithöchsten Liga in der U19 spielt, bei Erfurt oder Essen, so im Ein-Sterne-Netz. Ist irgendwie interessant, den habe ich in der U16 mal trainiert, das war noch Kreisliga. Und jetzt hat er sogar den Schritt noch geschafft, ziemlich spät, was eine coole Sache ist. Also wir schauen uns an, jetzt auch dann für dich, wenn du dieses Video anschaust, wie so auch der Übertrag von Jugend zu Herrenbereich, dass du dich auch selber ein bisschen einschätzen kannst. Genauso. Und auch die Frage, was muss so ein Bundesligaspiel überhaupt mitbringen? Wie kann man da Profi werden? Ist natürlich eine interessante Sache. Und da würde ich sagen, legen wir los. Also um die Frage kurz vom Spiel auch zu beantworten, wahrscheinlich nicht. Die haben es so ein bisschen leicht arrogant, sogar zu fragen, ob man besser ist. Auch neugierig ist ja auch gut. Bundesliga ist ungefähr so, ist halt höchstes Niveau in Deutschland, klar. Und da kommen jetzt nicht viele rein. Es ist so, von den U19-Jahrgängen schaffen nur so 20 Spieler ungefähr den Schritt direkt in die Profikader, ne, jede Saison. Und das heißt ja auch nicht, dass sie dann direkt dort spielen, sondern erstmal auf der Bank sind, sich beweisen müssen. Ja, ein paar schaffen es auch gleich, aber nicht jeder. Und dann gibt es ja ganz viele andere, ne, hunderte andere U19-Bundesligaspieler. Viele hören noch einfach auf nach der U19. Und dann ist es auch so, die Spieler in den Herrenbereich gehen. Das bedeutet entweder, man schafft es weiter im NLZ zu bleiben, U21 dann Regionalliga, manche spielen auch Bayernliga, manche sogar dritte Liga wie Dortmund aktuell mit der zweiten Mannschaft. Oder man muss halt sich über einen Amateurverein dann, na, wenn man nicht übernommen wurde, irgendwie reinkämpfen. Von daher, was aber schon stark auffällt, bei den Spielern, die jetzt in der U19 Bundesliga auch Stammspieler sind, dass es nicht die Technik ist, die den Unterschied macht. Na, ich trainiere auch aktuell einen Spieler, der schon ein paar Mal bei den Profis mittrainiert hat, da kann man hier auch ein kurzes Video vielleicht einblenden, da war da ein paar Mal bei den Highlights und technisch kann er da schon mithalten, aber bei fast allen U19-Bundesliga-Spielern ist es das Körperliche, die Athletik, ja, und deswegen sind die nicht bereit für den Profifußball und können da oben mitspielen, weil die einfach, ne, dann brauchst du einfach erstmal auch eine krasse Ausdauer, eine krasse Stabilität, ein Sprinten, du musst belastbar sein, viele Faktoren, die es eben zu berücksichtigen gibt, deswegen sollte man auch auf seine athletische Entwicklung achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt so sportspezifische Übungen und auch so Channel Preparation nennt sich das. Also Sportspecific Preparation, das ist Fußballspielen, das ist Techniktraining. Das sind ja auch Mannschaftstraining, im Spiel Fußballspielen, Bolzplatz kicken gehen, solche Dinge. Und dann so General Preparation ist, wenn man dann sprintet, wenn man Krafttraining macht, ja, auch Richtungswechsel. Einfach allgemeine Bewegungsmuster wie Rollen, oder Krabbeln, Handstand, solche Dinge. Und die sind halt auch wichtig, um den Körper zu trainieren. Und das wird meiner Meinung nach zu wenig auch gemacht. Und dementsprechend kommen dann die Spieler, wenn sie oben ankommen, sind dann nicht so gut drin. Also man hat es auch in der Youth League erkannt, die letzten Jahre, wo die deutschen Teams eher körperlich schwächer waren. Und wenn man jetzt mal vergleicht mit zum Beispiel englischen Teams, die sind halt alle körperlich echt krass. Vielleicht müssen die ein bisschen mehr Technik auch machen, wobei die auch technisch stark sind. Das ist eine Sache, worauf man achten muss. Und wahrscheinlich haben die meisten 19 Spieler einfach auch noch gar nicht die Physis, um dort mitzuspielen. Und viele, ein paar können vielleicht sogar technisch dort schon auch schon mitspielen. Um auch ein bisschen auf, ich kenne den Spieler, der die Frage gestellt hat. Der ist auch bei uns im Online-Coaching. Und kann er da schon mitspielen? Nein. Aber es ist möglich für ihn, weil er ist technisch schon sehr stark. Ist auch so ein geiler Dribbler. Er muss halt gewisse technische Punkte, was wir auch dann machen, dran arbeiten, dass man die noch verbessert. Ne? Weil klar, wenn man oben ankommt, die Basics sind halt extrem wichtig, dass man die auf höchstem Niveau beherrscht, sehr, sehr schnell. Und dann vielleicht mal ein paar Mal so ein extra, was Besonderes, kann er jetzt auch einstreuen, weil er da halt sehr gut auch drin ist. Ja? Dementsprechend, aber athletisch muss halt noch viel, viel mehr kommen. Ne? Aber möglich ist auf jeden Fall in, sag ich mal, 2 Jahren auf dem Niveau zu sein, ne, wenn man die Technik, Trainingspläne auch durchsetzt, auch das kognitive Training, das Gedächtnistraining und natürlich auch das Athletiktraining. Und dann, also um deine Frage zu beantworten, aktuell nicht, aber in 2 Jahren, wenn du Gas gibst, ist auf jeden Fall möglich. Ja. Wir helfen ja Spielern über ein Online-Coaching, Online-Mentoring, also der Dr. Fabian Allmacher, Athletiktrainer, Neuroathletiktrainer, Reha-Trainer und ich, Techniktrainer, und auch im Taktikbereich verantwortlich. Wir helfen Fußballspielern deutschlandweit aufs höhere Level zu kommen.
was ein höheres Level ist im Jugendfußball, das siehst du in diesem Video hier. Schau dir es auf jeden Fall an, um die höheren Level kennenzulernen. Wenn irgendwelche Fragen sind, in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise hier. Mach's gut, ciao.